Ja, liebe Leute, es geht endlich weiter in das Finale unserer Karriere mit der Spielvereinigung Bayreuth. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir starten heute das Finale, wie gesagt, durch. Heute beenden wir Saison Nummer 3 und gehen dann in die Saison 4. Aber wie gesagt, in dieser Saison ist erstmal die letzten drei Ligaspiele und dann das große Pokalfinale. Und dann müssen wir gucken, was wir in der neuen Saison machen, weil dann wird wahrscheinlich einiges neu aufgebaut werden. Da wird, wie gesagt, ich denke mal, in der Verteidigung wird ein bisschen was neu gemacht werden. Und. Müssen wir mal schauen, was wir so an Land ziehen können. Gut, dann gehen wir rein ins Match in Hoffenheim. Wie gesagt, das ist eher unwichtig, weil wir wollen heute, wir werden ein bisschen rotieren müssen. Da werden ja einige Spieler spielen, die sonst noch nicht also mal wirklich groß im Einsatz kamen. Und ja, deswegen haben wir, weil wir wollen fürs Pokalfinale gerüstet sein. Wir spielen gegen Leverkusen, mit denen haben wir auch im Pokalfinale noch eine kleine Rechnung offen, aber schauen wir mal, das dann zu dem Zeitpunkt. Jetzt haben wir erstmal nochmal Liga. Wie gesagt, es wird ein bisschen rotiert werden, das kann ich jetzt schon mal so sagen. Ranisek. Horn mal von Beginn an ran. Kakutalua möchte gerne mal von Beginn an. Also wie gesagt, einfach mal ein bisschen durchrotieren. Wer so bisher noch nicht wirklich zum Einsatz kam. Deswegen Peters für Fischer in die Startelf. Ich habe soweit, glaube ich, alles an Bord. Ja, ich habe alles an Bord. Und das werden wir jetzt auch uns mal anschauen. Rote darf ja mal an. Peters, ja, der möchte heute mal ein bisschen von Beginn an spielen. Und viele unserer Jugendspieler werden halt jetzt wahrscheinlich in der nächsten Saison nicht mehr wirklich dazu kommen. Aber das ist jetzt, wie gesagt, erstmal ein bisschen Makulatur. Jetzt gehen wir rein ins Match in Hoffenheim. Spieltag Nummer 32. Wir sind nämlich schon Meister, weil die Bayern tatsächlich in Stuttgart verloren haben. Dann, deswegen, wie gesagt, sie durften nicht gewinnen. Sie haben nicht vergewonnen. Sie haben sogar verloren. Und damit ist es amtlich. Wir mit Bayreuth als Aufsteiger gewinnen in Serie alle drei Ligen. Das heißt, wir dürfen nächste Saison in der Champions League spielen. Und gewinnen wir in der Saison 4 die Champions League, dann sind wir tatsächlich durch mit unserer FIFA-Karriere. Da wird es eine neue, vielleicht auch eine neue geben. Mal schauen. Aber nochmal eine neue Karriere machen. Wahrscheinlich mit Creative Club. Ich weiß es noch nicht. Guck mal, 15.000 und trotzdem F. Egal. Ah, die 15.000, das hatten wir schon mal, ne? Er wird heute im Fokus stehen, denn er wird die Karriere beenden und steht in der Startelf. Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Willkommen, liebe Zuschauer, hier in der Pre-Zero Arena. Willkommen zu diesem Spiel bei bestem Fußballwetter. Toll, dass Sie dabei sind. Wolfuß und Frank Buschmann bilden auch heute wieder das gewohnte Kommentatorengespann. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Klingt nach einer unheimlich spannenden Partie, Buschi. Bei den beiden Teams ist Spitzenfußball garantiert. Das wird hochklassig. Da wird, glaube ich, schon wieder auch nur unentschieden gespielt. Ja, wie gesagt, wir sind ja durch. Wir brauchen ja ein bisschen jetzt. Können wir jetzt frei ausspielen?
Ich wollte jetzt gerade mal einfach ein bisschen die Atmosphäre einbauen. Auf geht's ins Match, Spieltag Nummer 32 hier in Hoffenheim. Hinspiel war ziemlich deutlich 5-1 für uns. Das würde ich heute unterschreiben und mir wäre es egal, wie wir heute spielen, wenn ich ehrlich bin. Das werden wir heute verlieren. Jetzt geht es, wie gesagt, darum, die Kräfte so ein bisschen zu schonen für das große Pokalfinale. Dann hätten wir national alle Titel. Eckstoß also. Was kann der Außenseiter jetzt hier aus dieser Chance machen? So, es gibt Ecke für die TSG. Ecke kommt in die Mitte. 0-1. Oder 1-0. Für Hoffenheim. Jovic. Hier ist dieses Tor nochmal. Sie bringen die Ecke rein. Und das ist einfach nur ein exzellenter Kopfball. Deshalb ist er da vorne drin so wichtig. Ja, mal schauen, was wir für Titel jetzt holen. Wenn wir den Pokal holen und Pokal holen und die Meisterschaft, die haben wir ja geholt, was am Ende Finale Geld rauskommt. Und dann können wir gucken, wie wir die Mannschaft verstärken. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. So. Und da passt er auf. Das wäre gefährlich geworden. Er hat natürlich in den letzten Tagen vor diesem Spiel Schlagzeilen gemacht, weil er aufs Karriereende zugeht. Hat er ja jetzt bestätigt, am Ende dieser Saison geht er in Rente. Ja, das war es dann mit dieser tollen Karriere, Wolf. Er hat viel erreicht, hat uns immer wieder begeistert. Und auf den Manager kommt jetzt noch... zwei Jahre lang dann wir der Kamera so hat. Spieler, den findest du nicht so einfach nochmal. Ja, mit ein bisschen Duse kommt er vorbei. Aber ein König nicht. Vogt. Rote. Jetzt gibt's einen Einwurf. Einwurf Hoffenheim. Hader Rabeck. Schirmt den Ball da super ab. So, Frage gibt es für Hoffenheim oder für uns? Für uns tatsächlich. Die Karte bleibt stecken, aber das war dann wohl auch das letzte Einsteigen von ihm, das ungestraft bleibt. So, Schelder rupp. Und rauf damit! Ja, da war ein Fuß dazwischen. König. Frühe Stören jetzt. Ja, schade. Jetzt haben wir ihn. Pedro Carvalho. Sie setzen sie früh unter Druck, sind da, gutes Pressing und das zahlt sich in dieser Szene aus. Bitte, Tor! Bitte, bitte, ein Eigentor. Tor für die Bayreuther, der war's. Also Sommer war ein Eigentor, ja. Weil der war die Elf, das war Torhüter, nicht mehr dran. Der hat zwar mega irritiert, aber er war meines Wissens nicht mehr dran. Es muss ein Torwart gewesen sein, ein Torwartfehler gewesen sein. Und so zählt auch 0 mit dem 1-1, ein Eigentor des Keeper. Schöne Flanke von Pedro. Und dann ist es leider passiert aus Sicht auf einmal. Ich freue mich. Mir ist es egal. Aber wie gesagt, ich mache mir heute keine Sorge. Mir ist es wurscht. Ich sehe das, die Liga sehe ich sehr ganz locker. Klar, weil man natürlich irgendwie ein bisschen gewinnen, um halt nicht unbedingt als wegen Wettbewerbsverzerrung etc. Aber wie gesagt, in erster Linie ist es mir scheißegal. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. 2-1, Warnisek. Der nächste Treffer, zwei Tore innerhalb weniger Minuten. Und schauen Sie sich diesen Jubel an. Da ist nochmal die Entstehung dieses Tores, da ist die Flanke. Und dann wunderbar eingeköpft, muss eigentlich nur noch den Kopf hinhalten. Aus dem Stand, sieht lässig aus, technisch gut. So, also wie gesagt, Hoffenheim. Gibt in etwa 6 Minuten diese Partie aus der Hand. Und so spielt Meister. Marvin Wanisek. Mit dem 1-1. Mit dem 1-2. Plötzlich laufen die Hoffenheimer einen Rückstand hinterher. Nächster Gegner ist übrigens dann Mainz 05 morgen. Er fängt diesen Pass ab. Gut gemacht, ja. Spiel geht weiter. So, das könnte noch eine Karte geben für Hoffenheim. War er noch dazwischen. Passt auf. Da sind Mitspieler frei. Und startet durch. Und, ja, jetzt gibt es die Karte noch wieder. Da hat man wieder gesehen, er behält einfach die Ruhe. Was für ein Torhüter,
Also bei dem Spielstand kannst du so einen recht gut gebrauchen. Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Das ist ja eine richtige Entscheidung. Wohl auch in Ordnung so. Na, ich habe jetzt weg. Frederiksen, die wird sie 24. König. Da kommt der Schuss. Gute Möglichkeit. Oh, Glück gehabt. Dass er da auf, dass er da aufgepasst hat. Ja. Albi. Die Gäste sind beim Ballschutz hinten, aber ich glaube, das kann ihnen völlig wurscht sein. Sie führen, nutzen ihre Chancen, sind sehr, sehr effektiv in ihrer Spielweise und das zählt am Ende. Schade. Ein bisschen schlecht gespielt auf jeden Fall. So. Ja, noch nicht. Kein Foul. Jetzt haben wir es. Ballverlust. Man bleibt dran. Dribbling geht weiter. Abraham! Abraham! 3-1, nein! An den Pfosten, aber immer noch Gefahr. Abwehr macht zu. Jetzt könnte die Chance entstehen. Jetzt können sie es machen. Ja, schön geklärt erstmal. Ah, sie haben versucht. So, Pause. In dieser Partie nach Durchgang 1 liegen die Gäste vorne. Also hier spielt jetzt gerade nur eine Mannschaft, das Bayreuth. Die haben die riesen Chancen auf 3-1. Nutzen sie bisher noch nicht. Und so kommen dann auch die Erfolge. Sie führen, sieht zur Pause alles gut aus. Jo, dann ist erstmal Halbzeit. So, Wolfsburg 1-0 bei Union. Arminia Bochum 0-0 und Hertha Mainz kommt später. Und unser Spiel halt, wie gesagt, hier steht es 1-2. Schon Eigentor und durch den Kopfball. Die zweite Hälfte läuft. Schnell rum. Der wird wahrscheinlich nächste Woche auch schwer. Wie gesagt, mal gucken, was am Ende final rauskommen kann. Aber wie viel Geld ist überhaupt zur Verfügung am Ende? Sie lassen den Ball gut laufen. Die Gelegenheit. Glifisch. Dann bauen sie die Führung hier weiter aus. Aber sie nutzen nächste diese Chance gute Chance nicht. Kurz nach der Pause. Die Frage ist, ob sich das im weiteren Spielverlauf noch rächt. Soki. In der Presse wird ja schon über den möglichen Wechsel berichtet. Buschi. Kurz eingehakt, jetzt wird es vielleicht gefährlich. Könnte der Kakuta Lua und dann steht 2-2. Sie schenken ihn den Hoffnung immer den Ausgleich. Ah, der Kakunalo, der kriegt diese Flanke nicht unter Kontrolle und klickt die quasi in die Mitte. Wir gucken es nochmal. Macht er technisch perfekt. Ah, der lässt ihn drüber laufen und dann ist es halt bitter. Bitter, Riesenfehler in der Verteidigung, aber... Und jetzt treffen sie auch noch zum Ausgleich. So, kann Bayreuth nochmal ein bisschen was tun? Können sie nochmal ein bisschen reinkommen? Luka Jovic. Jovic. Pavel Kadaschabek. Ja. Der Ball holt er, gut verteidigt. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Ja, können sie durch. Was draus machen aus dieser Szene? Na, da machen sie zu wenig aus der Konterchance. Ball ist weg. Keeper hat den erstmal. Könnte die Führung mehr. Sedi Teuchert. 3-2, Vanicek, Doppelpack. Bayreuth schlägt wieder zurück. Jawohl. 2-2. 2-3. Sie haben es immer wieder probiert. Und plötzlich passte das. Setzt sich durch. Und dann ist es klasse gemacht. Knipserqualitäten, würde ich sagen. Aus kurzer Distanz lässt er dem Keeper keine Chance. Der neue Spielstand lautet hier also 3-2. Das macht er gut sehr gemacht, gut. Klasse Tackling. So, das dürfte kein Abseits sein. Und Marvin Vanicek. Er hat den Ball gehalten, aber Szene geht weiter. Und Teuchert, 4-2. Teuchert 2-4. Wird Vorwürfe geben, ist doch klar. Und das war wieder 4-2 einfach da. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Die erste Chance noch klasse pariert. Aber dann. Ja, Teuchert, der schaltet einfach sehr, sehr schnell. Und trifft dann. Zum 2-4. Tor
2 steht es damit. Hier ist einiges los. Also Teuchert, ja, was passiert da jetzt gerade? So, Peter sagt jetzt gerade, den kann er doch nicht nur laufen lassen. Nee, tut auch nicht. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Konterball. Die Chance hier. Boah. An den Pfosten. Nächster Alu. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Also dieser Sieg ist sowas von der zweimal Alu bitter von... Und das wird sie mächtig ärgern. Das Ding hätten sie zu gerne mitgenommen. Da können sie kontern. Mit so, der nächster... Gretchen holt er sich den Ball. Ja, schade, Ballverlust, Kliffisch. Schöner Ball. Da vorne jetzt lief. In die Schnittstelle. Und 3 zu 5, 4. Boah, was für ein Spiel. Sehen wir nicht aus dem Hertha-Spiel. So ist dieses Tor entstanden. Zunächst kommt die Flanke. Wir kommen nicht in diesen Zweikampf rein und dann ist es das plötzlich passiert. In Hertha Berlin waren wir ja 5 zu 4. Aber hier steht es erstmal 3 zu 4. So, Pinto rein, Pereira neu. Ja, das ist es halt. Ich wechsle jetzt natürlich die Spieler ein, die jetzt so lange nicht mehr gespielt haben, die jetzt mal wieder rein müssen. Kurze Distanz, schaut so, dreifach. Drei Wechsel, vier Wechsel. Das war also der Abschlusstreffer von Hoffenheim. Sie haben hier auf ein Tor Rückstand verkürzt. So, das könnte eine Karte geben. Ich glaube, das könnte gelb geben. Macht er auch. Nee, das lässt er nicht durchgehen. Es gibt gelb. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. Also Fakt ist das Tor für Hoffenheim. Keller. Ah! Und Porsche lässt den Verzögerer da keine Chance mehr zu haben. 8 Minuten jetzt noch. Die Chance auf den Konter. Jetzt ist der Ball dort auf weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Nun kann er weg. So, kann man das nochmal bei die Zeit retten? Machen Sie jetzt gut. So. Der Ball ist draußen. Es gibt der Verteidiger bleibt da sehr, sehr gut dran. Doppeltorschütze Frederiksen jetzt raus. Elfmeter. Kleinen Moment gezögert. Er hat den Vorteil gegeben und er pfeift jetzt 5 Meter. Die Sergio-Rote. Jo. Und es ist ein klarer Handelfmeter von Vogt. Der reingeht, war's das wohl. Geht da nicht. Doll verhindert. Zweimal Alu. Und damit ist es dieser Sieg in Hoffenheim, dieses knappe Ding. Damit hätte es sowas von deutlich gemacht. Man hätte hier 6-7 Tore schießen können. Haben wir einen Grund? Mit 4-3 in Hoffenheim. Das haben wir heute auch auf dem Rasen gesehen. Sie machen ein Tor nach dem anderen. Und auch wenn da heute in der Abwehr erstaunliche Lücken waren, am Ende wird es der Sieg und dann ist auch keiner unzufrieden. Schönes Spiel, man kann wie gesagt frei aufspielen. Wir gewinnen das Spiel bei der TSG Hoffenheim. Am Ende damit 4-3. Früher Rückstand in der 1-1, ausgerechnet hatte ich das Eigentor nach der Flanke. Dann der Doppelschlag auf 3-1. 3-2. Alu zweimal, Elfmeter verschossen am Ende. Nur am Ende ist es wurscht. Hauptsache, wir haben gewonnen. Am Ende passt es. So, Union unterliegt Wolfsburg 1-3. Und jetzt, wir gehen weiter. So, gut. Das nächste Spiel war's das. Kann mal gucken, was auf den Chat, ob da noch was ist. Trainerstelle Union möchte ich jetzt gerade nicht annehmen. Ich bleibe in Bayreuth. Gut, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge und dann geht's weiter mit dem Spiel gegen Mainz 05.